Am heutigen Handelstag werden zwei Dinge sehr, sehr wichtig sein, meine Damen und Herren. Und damit allerherzlich willkommen zum Ausblick auf das, was heute wichtig ist, was in dieser Woche wichtig sein wird und kann, nämlich auf die US-Berichtssaison. Das ist das zweite große Thema. Das erste große Thema heute, am heutigen Montag, dürften die Zahlen aus China sein. Und die Frage ist, sind die gut oder sind sie schlecht? Das ist jetzt das große Thema heute an den Märkten. Schauen wir uns diese Zahlen doch mal an, die heute Nacht veröffentlicht wurden. Dann sehen wir hier das BIP mit plus 6,2%, genau wie erwartet. China schafft es ja wundersamerweise, immer die BIP-Erwartungen genau zu treffen. Niemals schlechter, niemals besser. Das ist der Segen der Planwirtschaft, sollten wir vielleicht uns auch mal überlegen. Dann gäbe es keine Überraschungen mehr ökonomisch. Das wäre doch ein großer Vorteil. Jedenfalls sehen wir doch hier diesen relativ starken Abstieg, der hier kontinuierlich der Fall ist, auch durch den Handelskrieg. Wir sehen hier die letzten beiden BIP-Zahlen aus den beiden Vorquartalen bei 6,4%. Die 4 ist ja eine Unglückszahl in China, weil das chinesische Wort für 4 dem Wort für Tod sehr, sehr ähnelt. Dementsprechend versucht man eigentlich sowas zu vermeiden. Jetzt konnte man sich einigen auf die 6,2%. Eigentlich schwach, so schwach wie seit 1992 nicht mehr, seitdem die Daten aufgezeichnet werden. Das ist also das schwächste Wachstum seit 27 Jahren, vielleicht aber schon viel länger, denn erst seit 1992 erhebt China wirklich diese BIP-Zahlen. Wahrscheinlich hat man da diese Würfeltechnik damals dann erst erfunden. Jedenfalls sehen wir, dass die Komponenten besser sind. Wir haben hier zum Beispiel die Industrieproduktion mit 6,3% besser, obwohl wir in vielerlei Hinsicht immer wieder schwache Zahlen zuletzt gesehen hatten aus China. Und wir haben vor allem die Einzelhandelsumsätze mit plus 9,8% deutlich über der Erwartung. Und jetzt ist die Frage, auf was fokussiert man sich? Fokussiert man sich auf die eher schwache BIP-Zahl aus China, eben die schwächste Zahl seit mindestens 27 Jahren? Oder sagt man sich, ja, guckst du hier, Industrieproduktion und vor allem Einzelhandelsumsätze, da wird offenkundig der Konsum ein bisschen stimuliert durch Chinas Regierung. Das ist doch gut, wobei dieser Konsum, wie viele amerikanische, auch deutsche Firmen berichten, nicht so toll ist aus ihrer Sicht. Also möglicherweise hat man jetzt so ein Engineering der Zahlen durch Peking eben in anderen Bereichen, nachdem man sich um die BIP-Zahlmanipulation nicht mehr kümmern muss. Wie auch immer, wir haben jetzt natürlich die Situation, dass die Frage ist, werden die Märkte sagen, ja, das sind gute Zahlen, weil hier der Stimuluseffekt darauf hindeutet, dass wir bald eine wieder kräftigere China-Wirtschaft sehen oder eben nicht. Das ist jetzt die Frage für den heutigen Handelstag. Und da geht es weiter mit dem heutigen Handelstag. Wir haben Zahlen der Citigroup. Damit beginnt jetzt praktisch der Hochpunkt der US-Berichtssaison. 14 Uhr, dann 14:30 Uhr noch der New York Empire State Index. Wir haben in dieser Woche dann wahnsinnig viel auf der Agenda. Wir haben morgen zum Beispiel JP Morgan, Goldman Sachs und Johnson & Johnson, die morgen berichten werden. Also da ist einiges am Start. Apropos berichten, wie schaut es da eigentlich aus? Wie erwartet man hier diese Berichtssaison? Man erwartet derzeit einen Gewinnrückgang um minus 2%. Das schwankt immer so ein bisschen, mal zwischen minus 3%, minus 2%. Man erwartet, dass in 6 von 11 Sektoren die Gewinne zurückgehen, angeführt von Infotech mit minus 10% und Materials, also Materialfirmen im weitesten Sinne. Dann haben wir vor allem die Tatsache, dass die Profit Margins, also die Margen, die Gewinnmargen deutlich schrumpfen dürften, vor allem aufgrund gestiegener Kosten für die Arbeitnehmerschaft, wenngleich eben die Umsätze um 5% gewachsen sein dürften. Das heißt, wir werden durchaus, wenn jetzt diese Earnings Estimates, wenn diese Schätzungen stimmen, Umsatzwachstum sehen, aber eben kein Gewinnwachstum, eben weil die Kosten höher geworden sind, unter anderem durch die Zölle. Schauen wir uns gerade mal den Tech-Sektor nochmal an. Hier sehen wir, dass vor allem Tech-Werte, wir hatten es vorhin gesehen, die Tech-Werte sind eigentlich die schwächsten hier erwartet, nämlich mit einem Gewinnrückgang von über 10%. Und hier sind es eben besonders tightening labor market, also es sind die schwerer zu bekommenden Arbeitskräfte und die Kosten für diese Arbeitskräfte, die nach oben gegangen sind. Und wir sehen hier der Tech-Sektor in einer Gewinnrezession, was natürlich den Nasdaq nicht davon abhält, auf neue Allzeithochs zu steigen. Also es ist diese alte Differenz zwischen
dem, was erwartet wird und dem, was der Fall ist in Kursen. Die Kurse sagen sich, naja, das wird bestimmt besser als erwartet, also steigen wir schon mal im Vorfeld und das muss sich bestätigen. JP Morgan Stanley, genauer gesagt, sieht das anders. Die sagen, wir sind jetzt hier praktisch am Hochpunkt. Wir sehen hier diesen Aufwärtstrendkanal, an dem der S&P 500 jetzt angestoßen ist, von unten kommend praktisch einen Deckel hat. Und hier sagt man, wir glauben, dass der Index daran scheitern wird und hat dazu auch einige Argumente parat. Zum Beispiel, dass man sagt, naja, wir werden absolut enttäuschende Zahlen sehen, vor allem jetzt aus der US-Berichtssaison und auch das Wirtschaftswachstum wird deutlich schlechter. Und es ist kein gutes Zeichen, wenn die Fed die Zinsen senkt. Jedenfalls wird es nicht ausreichen, um die Märkte hier zu retten vor diesem Abwärtsmomentum, das vor uns steht. Mal sehen, ob sie recht bekommen. Das wird ab heute dann klarer werden. Schauen wir uns die Charts mal an. Was ist da zu erwarten? Was wir hier sehen, ist die enttäuschende Performance des DAX, der am Freitag ausgegangen ist bei 12.320. Wir dürften vielleicht 20 Pünktchen höher reinkommen, 12.340 um und bei. Wir sehen den S&P 500. Bei 3015 aktuell. Wir haben also den Sprung über die 3000er Marke geschafft. Wir sehen den Nasdaq, der sich hier am besten hält, 7942. Wir sehen den Dow Jones, 27.356. Wir sehen den Euro-Dollar wieder etwas stärker, 1,1272. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil genau bei 60 Dollar und abschließend Gold bei 1400. Und 12. Also schauen wir mal, die Interpretation der China-Daten wird heute wichtig. Das ist jetzt die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und dann werden wir eben jetzt endlich die Zahlen aus der US-Berichtssaison bekommen. Dann werden wir genauer wissen, wie es mit dem Glas ausschaut, halb leer, halb voll oder eine amerikanisch kreative Buchhaltung. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Montag, meine Damen und Herren. Bis dann, Servus und Ciao.